herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir freuen uns, dass wir heute das Webinar gemeinsam durchführen dürfen mit meinem Kollegen, dem Herrn Rode, und meiner Wenigkeit. Ich würde mich kurz vorstellen. Christian Wübbe ist mein Name. Ich bin seit 1973 beim Miebach Consulting, bin verantwortlich für den Bereich Industrie Automotive und bin in dem Zuge Mitglied der Geschäftsleitung. Ja, dann ein paar Worte noch zu mir. Mein Name ist Dirk Rode, seit über 14 Jahren bei der Firma Miebach Consulting mit immer im Schwerpunkt Automotive, erst Projekttätigkeit tätig gewesen und seit kurzem Head of Industry für den Bereich Automotive. Was wollen wir heute tun? Wir haben mal kurz zusammengestellt, welche Themen und welche Fragestellungen wir gerne im Rahmen dieses Webinars beantworten möchten. Und sind in Summe auf etwa 5 Punkte gekommen. Zum einen möchten wir gerne dazu ein Statement abgeben oder einen Überblick geben, wie sich die Elektromobilität bis zum Jahr 2030 entwickeln wird. Dazu haben wir einige Analysen und Statistiken sicherlich herangezogen, aber auch Erfahrungswerte aus unserer täglichen Arbeit. Zum Zweiten ganz aktuell sicherlich auch das Thema Tesla. Welche Rolle spielt Tesla im Zuge dieser Entwicklung, auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund des neuen Werkes in Grünheide? Dann möchten wir uns dem Thema Wertschöpfung widmen, das ein sehr, sehr wichtiges ist im Zusammenhang mit dem Thema Produktion, aber auch, Logistik, und zwar vor allen Dingen bezogen auf den Antriebsstrang, das heißt das Thema batteriebetriebene Elektromotoren. Weiterhin gibt es aus dem Thema, was ich gerade genannt habe, die Fragestellung, wie werden sich denn Werkstrukturen und dementsprechend auch Produktionsprozesse zukünftig anpassen müssen an veränderte Anforderungen aus der Logistik und der Produktion. Ja, und nicht zuletzt, sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, es hat auch Auswirkungen unserer Meinung nach auf den Footprint der Zulieferer in Deutschland. Und da wollen wir einen kurzen Ausblick geben, wie sich dieser unserer Meinung nach zukünftig entwickeln wird. Wir wollen erstmal starten mit 2 Zitaten, die wir einmal von Herrn Thomas Ulbrich, Vorstand der E-Mobilität von Volkswagen, hier zitieren, und dann noch einmal von Klaus Fröhlich aus der Entwicklungsvorstand der BMW AG. Was sagt Herr Ulbrich? Er sagt, das Jahr 2020 wird das Schlüsseljahr der Transformation der E-Mobilität oder Elektromobilität in Deutschland sein. Wie man der Presse entnehmen kann, ist gerade VW oder die deutschen OEMs im Nachgang zu Tesla oder mit Integration des neuen Standortes mit Tesla in Zugzwang, die Elektromobilität auf Augenhöhe eines Teslas zu erreichen und hier gleichzuziehen. VW, Volkswagen wird es mit seinem neuen Werk in Eisenach versuchen oder wird dadurch auch den ID3 produzieren. BMW ist schon seit Jahren in Leipzig mit seinem i3 unterwegs und treibt da die Elektromobilität voran. Ich denke, wir haben 2 Aussagen hier zusammengetragen, die nur repräsentativ für die Branche sind. Auch Klaus Fröhlich von der BMW AG und Entwicklungsvorstand geht in eine ähnliche Richtung, wobei noch nicht ganz so, herausfordernd, wie das der Thomas Ulbrich geäußert hat. Er geht davon aus, dass bis 2030 etwa 20-30% des weltweiten Absatzes verantwortlich sind für durch elektrifizierte Fahrzeuge hervorgerufen. Diese beiden Aussagen sollte man jetzt im Verlaufe der Präsentation im Hinterkopf behalten, weil später stellt sich natürlich auch die Frage, warum nun ein Tesla sich gerade hier in Deutschland ansiedelt und was das auch vielleicht mit den Planungen der deutschen Automobilindustrie zu tun hat. Da kommen wir aber gerne später nochmal drauf zurück. Als erstes erstmal ein kleiner Überblick der zukünftigen Entwicklung der Elektromobilität. Wir haben ja einmal aus verschiedenen Forschungsberichten die prognostizierte Entwicklung zusammengefasst. Wir sehen heute, nimmt die Elektromobilität immer noch einen relativ kleinen Anteil am Gesamtmarkt der Automobilfahrzeuge in Deutschland, aber auch weltweit ein. Wir liegen hier in Deutschland circa bei 5%. Länder wie China sind da sicherlich, haben größere Marktanteile schon mit 9%, USA circa 3%. Aber was man ganz klar sehen kann oder was zu erwarten ist, die nächsten Jahre werden diese Zahlen stark steigen. So erwarten wir eigentlich bis 2030 oder die verschiedenen Studien
einen Marktanteil von 20-30% im Mittel. Was auf der einen Seite zeigt, dass die Elektromobilität stark zunehmen wird, zeigt aber auch, dass wir auch im Jahre 2030 noch weiterhin einen großen Anteil konventioneller Verbrennungsmotoren haben werden. Circa 2/3 der Fahrzeuge werden vermutlich weiterhin mit Benzin oder Diesel betrieben werden. Und wenn wir hier von Elektromobilität sprechen, dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, wir sprechen dann nicht nur von rein elektrischen Fahrzeugen, sondern wir sprechen genauso von den Plug-in-Hybriden und auch reinen Range-Extendern. Das heißt, ich sag mal, das Gros wird sicherlich nicht bei den rein elektrisch batteriebetriebenen Fahrzeugen sein, sondern die Masse wird in den nächsten Jahren sicherlich eher durch Plug-in und Range-Extender kommen. Wir haben hier einmal dargestellt oder grafisch aufgezeigt, wie sich Tesla die letzten Jahre entwickelt hat. Und das ist natürlich schon beeindruckend, die Zahl. Die Zunahme ab 2017 eigentlich ist die Stückzahl oder das Fahrzeugabsatz pro Jahr fast um 60% gestiegen. Und wenn man den Zahlen oder den Aussagen glauben kann, geht Tesla eben im Jahre 2025 von einem weltweiten Absatz von über 5 Millionen Fahrzeugen aus. Und in Europa mit einem Anteil von 1,5 Millionen fast 20% des weltweiten Umsatzes in Europa. Wenn man sich auf der rechten Grafik einmal den Absatz des Volumenmodells, des Model 3 anschaut, erwartet man, dass schon ein Drittel des des Absatzes auch in Europa erzeugt wird. Das ist sicherlich ein Grund, warum man diese strategische Entscheidung für Tesla in Grünheide auch getroffen hat. Große Volumen oder große Stückzahlen werden eben einfach in Europa neben USA und China erwartet. Da ist es nicht nur die Erwartungshaltung, sondern wie man hier auch sieht, ist es tatsächlich Basis 2019, haben wir bereits einen Anteil von 31% in Europa und potenziell wird dieser sogar noch ausgebaut. Ja, also ist eben zu sehen, der Anteil in China, den wir vorhin gesehen haben, der eigentlich dort deutlich größer ist, ist hier beim Model 3 gar nicht mal so groß, aber letztendlich werden in China vermutlich die größeren Modelle einen höheren Absatz haben. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu der Thematik, wie eingangs angesprochen. Was bedeutet denn die Elektromobilität und zwar insbesondere hier das Thema Antriebsstrang für Logistik und auch Produktion? Wir haben mal versucht, sehr plakativ einander gegenüberzustellen, was im Wesentlichen so die klassischen Unterschiede sind zwischen einem Verbrenner und einem E-Antrieb bezogen auf den gesamten Antriebsstrang. Ich glaube, ganz, eindeutig beziehungsweise von der Komplexität her sehr prägnant ist das Thema der Komponenten im Antriebsstrang. Während wir beim Verbrenner von etwa 800 bis 1000 Komponenten sprechen, sind es dies beim Elektromotor und dem Antriebsstrang dazu nur 80 bis 100. Also eine deutliche Reduzierung. Wenn wir uns die Fertigungstiefe angucken, ist das Thema im Vergleich zum Verbrennungsmotor heute sehr hoch, beim E-Antrieb zukünftig relativ gering, da der E-Motor an sich wenig komplex ist. Das spiegelt sich jetzt in Summe auch wieder in dem Anliefervolumen wider. Das heißt, je Antriebsstrang sprechen wir bei den konventionellen Verbrennern von ca. 8 bis 10 Kubikmeter Anliefervolumen in der Logistik. Beim elektrobetriebenen Fahrzeug hingegen reden wir nur von 5 bis 8 Kubikmeter. Auch dort eine Reduzierung. Und auch das Thema Gewicht, was ja gerade in Bezug auf die Elektromobilität ein großes Thema ist, hat hier eine deutliche oder signifikante Verschiebung gezeigt. Da ist es allerdings umgekehrt, denn der Antriebsstrang beim Verbrenner wiegt etwa auf dem Basismodell eines Dreiers BMW bei 0,6 bis 0,8 Tonnen, hingegen beim Elektrofahrzeug bei 1 bis 1,2 Tonnen. Jetzt wird man sich sicherlich fragen, warum, woher kommt das? Gibt es eine eindeutige, klare Antwort? Das Thema Batterie nimmt natürlich einen wesentlichen Anteil des Gewichtes im Fahrzeug ein, das heißt der Hochvoltspeicher. Insofern ist für den Aufbau des Fahrzeuges sicherlich ein wesentlicher Faktor auch immer da, entsprechend auch in Leichtbau zu gehen. Die Kernkomponenten, die es beim Verbrenner gab, Motor, Generator, Getriebe, Kraftstoffversorgung und auch Abgasanlage, reduzieren sich dann beim Elektrofahrzeug eher auf das Thema Motor, Batterie und vor allen Dingen das, was der wesentliche Wettbewerbsvorteil auch eines Teslas heutzutage ist, das Thema Steuerungselektronik.
Motorsteuerung, aber auch Batteriemanagement. Wenn wir das Ganze jetzt noch übertragen, wo sind denn klassischerweise die Werke heute für diesen Typ Fahrzeug und Antrieb? Dann finden wir den Verbrenner eher in Süd- und Westdeutschland, während den E-Antrieb auf Deutschland bezogen eher in Ostdeutschland, das heißt in Leipzig, Dresden und zukünftig auch verstärkt in Berlin-Brandenburg. Ich glaube, das gibt sehr, sehr schön wieder, wo die Unterschiede sind. Und ich würde gern gleich nochmal darauf eingehen, was das auch für Prozesse und Werkstrukturen bedeutet. Zunächst aber nochmal auf einzelne Komponenten. Und da will ich es relativ kurz machen. Ich denke, das ist einleuchtend. Eine Abgasanlage wird natürlich von einem rein elektrisch betriebenen Fahrzeug nicht mehr benötigt. Das heißt, da gibt es schon mal Auswirkungen auf die Zulieferer. Die sich darauf spezialisiert haben, sind ja dringend Not, dass diese sich umorientieren, andere Produkte, andere Segmente erschließen, sich insbesondere eben auch dem Thema E-Mobility zuwenden. Was das Thema Getriebe anbelangt, sieht man hier auch sehr schön. Da ist die Bedeutung in Richtung E-Mobility deutlich geringer. Während wir heute 8 HP, 9 HP Getriebe haben, wird es zukünftig Elektrofahrzeuge ohne Getriebe oder mit einem Getriebe geben, aber deutlich kleinerer und weniger komplexer Natur. Wenn wir jetzt auf den Antrieb und die Speisung des Antriebs gehen, dann kommt einem zuallererst mal der Benzintank, der Kraftstofftank in den Sinn beim Verbrenner. Das wird zukünftig ersetzt durch einen Hochvoltspeicher. Und da haben wir das, was wir eben angesprochen haben, nämlich das insbesondere das Gewichtsteil des Elektrofahrzeugs zukünftig. Ja, und ganz neue Komponenten, da sind wir bei dem Thema Batteriesteuerung, Motorsteuerung, Batteriemanagement. Das ist das USP momentan unserer Meinung nach, was tatsächlich ein Tesla hat. Eine sehr intelligente, ausgeklügelte Steuerung, die relativ einfach aufgebaut ist und tatsächlich online on the flow abzudaten ist, was noch nicht viele andere Hersteller können. Das ist ein Gebiet, in das sich unsere Hersteller einarbeiten müssen und sicherlich auch Kooperationen eingehen müssen, um da Geschwindigkeit aufzunehmen. Soweit erstmal zu den einzelnen Komponenten und wie angekündigt ganz kurz ein Blick, was bedeutet das für Werkstrukturen. Wir haben mal drei beispielhaft aufgezeigt. Ganz links eine konventionelle Werkstruktur, die gekennzeichnet ist, konventionelle Fahrzeuge, die dort gefertigt werden, relativ wenig Derivate über eine Linie, eine Fließbandfertigung, teilweise Möglichkeiten zur Anbindung von Direktanlieferungen, das heißt über die beiden Schenkel des Us gibt es Direktanlieferungen durch die Wand an die Montagelinie. Und im Wesentlichen gekennzeichnet durch integrierte Läger zur kontinuierlichen Versorgung. Das hat sich über die Zeit gewandelt mit zunehmender Komplexität, aber alles noch im Verbrennersegment erstmal und daraus auch herrührend, dass die Komplexität, die Vielfalt der Teile, die Varianz zugenommen hat und dementsprechend man mehr und mehr dazu überging, mehrere Modelle auf einer Linie zu produzieren. Das hieß aber auch mehr Direktanliefervolumina, weil natürlich auch über die zunehmende Varianz und die Vielfalt der Teile vieles eben dann in Sequenz oder Just-in-Time angeliefert wurde und dort einen direkten Zugang durch die Wand an die Montagelinie braucht. Wenn wir heute ein klassisches Werk rein Elektromobilität anschauen, wie das von Tesla, und da gibt es mittlerweile mehrere, so folgen sie alle dem Prinzip einer I- oder ich sag mal ansatzweise einer L-Struktur. Sehr, sehr einfach aufgebaut. Sind rein E-Autos, die dort gefertigt werden. Ein relativ hoher Automatisierungsgrad, bei allerdings einem hohen Eigenfertigungsanteil, momentan zumindest so von Tesla betrieben. Auch da wird man sich mal anschauen muss, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall einfach gestaltetes Bauwerk, eine schlanke, geradlinige Bauweise mit wenigen Auswüchsen, was natürlich auch sich im Rest des Baus niederschlägt. Genau, ergänzend vielleicht, was man sehen kann oder wenn man sich weltweit die Werke anschaut, verfolgt Tesla schon immer den gleichen Aufbau, also sowohl das kalifornische Werk als auch das chinesische oder das jetzt in Grünheide sind ähnlich oder sind Kopien der anderen Werke und folgen somit auch im Materialfluss mal dem gleichen Aufbau. Gut, dann wollen wir einen kleinen Ausblick mal geben über die Lieferantenstruktur. Wir haben es mal hier am Hand des Tesla Model X aufgezeigt. Was sind eigentlich die heutigen Hauptlieferanten, Modullieferanten für ein Model X? Und sehen, dass ca. 47 Modullieferanten heute benötigt werden für ein Model X. Herr Wöber hat es eben schon gesagt, die Fertigungstiefe bei Tesla ist relativ hoch.
Dadurch sind auch die Anzahl Modullieferanten schon deutlich geringer als bei anderen vergleichbaren Fahrzeugen. Aber was ist eigentlich das Beeindruckende oder Hervorhebende? Circa 11 Lieferanten stammen heute schon aus Deutschland und beliefern über den Seeweg, über Werke in den USA Tesla heute schon. Und circa 25 Lieferanten von diesem Umfang sind heute amerikanische Lieferanten, die zukünftig in einem Werk in Grünheide von entweder von deutschen Lieferanten oder europäischen Lieferanten beliefert werden müssten oder eben über den Seeweg aus USA heraus oder mit Werken. Das heißt, es wird nicht nur das neue Tesla-Werk in Grünheide entstehen, sondern auch die Zulieferstruktur der Lieferanten wird sich ändern. Gerade mit der zuvor gezeigten Stückzahl, die in Grünheide erwartet wird, werden sich auch die Lieferanten im Umkreis des Werkes ansiedeln und ihren wesentlichen Footprint zukünftig anders ausrichten für Tesla. Wir haben hier mal einmal aufgezeigt, wo in Deutschland eigentlich, wo findet zukünftig Elektromobilität oder wo sind Produktionsstätten von der Elektromobilität? Man kann ganz schön sehen, ein deutlicher Schwerpunkt oder ein zukünftiger Schwerpunkt wird in den neuen Bundesländern oder in Ostdeutschland entstehen. Ausgehend von Tesla Brandenburg, wo wir jetzt schon mehrmals drüber gesprochen haben, aber auch ein BMW oder eine Produktionsstätte von BMW in Leipzig, ein Volkswagen in Zwickau, ein Porsche in Leipzig, wo Elektrofahrzeuge zukünftig gebaut werden. Wenn man auf die klassischen konventionellen Werke schaut, sind da noch zu nennen Dingolfing mit dem iNext oder i4 zukünftig von BMW, Stuttgart mit Porsche mit dem Taycan und Daimler in Bremen mit dem EQC. Wenn man das Ganze nochmal schaut, aber auch die Stückzahlen, die erwartet werden, 2025 oder auch 2021, sieht man, dass ein großer oder einen wesentlichen Anteil der Stückzahlen bei Tesla liegen wird, folgt von Volkswagen, beide aber eben in den neuen Bundesländern. Das heißt, auch hier, wenn man es gesamthaftlich über alle Zulieferer oder alle OEMs zukünftig sehen wird, muss die Zulieferindustrie sich eigentlich diesen Werken oder diesen neuen Werken mit den großen Stückzahlen anpassen und seine Strukturen oder Lieferstrukturen darauf ausrichten. Und wenn man jetzt sich vielleicht auch mal einen Moment Zeit gönnt und sieht, dass im Grunde genommen eigentlich nur Volkswagen in Zwickau zumindest mal stückzahltechnisch und auch vom Fahrzeug und der Zielgruppe her im Vergleich zum Model 3, wenn überhaupt ein ernstzunehmender Gegner sein könnte oder Wettbewerber sein könnte. Und dann aber auch die Pressemitteilung in der Vergangenheit, in der jüngeren jetzt im Gedächtnis hat und sieht, dass Volkswagen mit dem ID.3 große Probleme hat. Das heißt, teilweise es gar nicht zur Auslieferung kommt. Dann ist es tatsächlich ein großes Problem mittelfristig für die deutsche Automobilindustrie damit Schritt zu halten. Denn aller Voraussicht nach, so wie die Planungen sind, wird Tesla sein Werk jetzt zu 2021 fertigstellen und dementsprechend auch in die Auslieferung erster Fahrzeuge gehen und mit geplanten 500.000 Fahrzeugen pro Jahr in der Endausbaustufe doch ein beträchtlicher Teil des Kuchens möglicherweise zugunsten von Tesla dementsprechend dann zu verbuchen ist. Also sehr, sehr interessant die Aufteilung, sehr homöopathische Stückzahlen bei vielen Wettbewerbern, Fahrzeuge eben auch nicht unbedingt vergleichbar, weil eher Sportwagen etc., aber ein ID.3, der durchaus vergleichbar ist, hat momentan im Anlauf noch viele Probleme. Gut, wir haben hier nochmal dargestellt in der Deutschlandkarte, was zuvor eigentlich schon erwähnt wurde, wie wird sich die Zulieferstruktur eigentlich diesen Werken oder dieser Werkeansiedlung anpassen? Wir gehen davon aus, dass zukünftig deutlich mehr Zulieferer sich auch in den neuen Bundesländern ansiedeln werden. Wir gehen auch davon aus, hatten einige gesagt ja auch, dass das Marktvolumen der Elektromobilität immer mehr zunehmen wird, in Deutschland, in Europa, weltweit. Das heißt, eigentlich von den konventionellen Zulieferstrukturen, die heute eher in Süddeutschland angesiedelt wären, wird es zukünftig eine Verschiebung Richtung Osten geben. Erste Effekte kann man, glaube ich, der Presse schon täglich entnehmen.
wie mal erwähnt, ein BASF oder ein Microfast, die schon erste Werke in den neuen Bundesländern errichten und dort planen. Ebenso Kattel und auch Farasis und Akkumotiv ist bereits dort angesiedelt. Also insofern entwickelt sich wirklich dort ein Zentrum für Elektromobilität inklusive der benötigten Komponenten dazu. Verstärkt merken wir es auch schon in der Region jetzt Berlin-Brandenburg. Man kriegt es am Rande mit. Auch dort werden Lieferanten suchen nach Grundstücken, Dienstleister siedeln sich an, um sich eigentlich zu positionieren oder zukünftige Lieferstrukturen für Tesla aufbauen zu können. Ja, dann wären wir auch schon, sage ich mal, am Ende unseres Webinars. Wir haben nochmal versucht, zwei prägnante Statements bezüglich dessen, was wir eben besprochen haben und was wir näher bringen wollten, hier darzulegen. Und ich denke, man kann es relativ gut auf den Punkt bringen. Nach dem, was wir jetzt gehört haben und wie wir die Situation einschätzen, wird das Tesla-Werk, was ja mittlerweile schon im Bau ist, in Brandenburg und Grünheide, den Transformationsdruck auf die deutschen Premium-Anbieter extrem erhöhen. Das wird Auswirkungen haben und ich denke, es ist durchaus ein positiver Effekt, weil viele der Anbieter waren doch in der jüngeren Vergangenheit oder längeren Vergangenheit recht verhalten, was das Thema Elektromobilität anbetroffen hat. Sicherlich auch aufgrund der Transformationskosten und dem Thema Akzeptanz bei der Zielgruppe, bei den Nutzern. Mittlerweile zeigt sich aber, gestützt durch die Politik und durch die entsprechenden Gesetzgebungen, durch die CO2-Vorschriften etc., der Druck wird größer und Tesla trägt sicherlich dazu bei, dass auch unsere Anbieter hier deutlich Fahrt aufnehmen werden müssen. Ja, ein Blick auf die Zulieferindustrie wieder. Wir haben es eben schon ein paar Mal durchleuchtet. Die vorhandene Stückzahl oder die geplante Stückzahl von Tesla, aber auch die Stückzahl von Volkswagen in der Region wird einfach Modullieferanten zukünftig veranlassen, sich auch dort anzusiedeln. Das wird gar nicht anders möglich sein, gerade wenn man an kritische Bauteile, Komponenten, die im Just-Jit-Modus angeliefert werden müssen, muss man die Nähe zum Werk haben, zu den Werken haben. Somit gehen wir davon aus, dass hier auch eine Verschiebung der Lieferstrukturen oder der Lieferanten Richtung Ostdeutschland, Richtung der Werke stattfinden wird. Und wie wir eben schon gesagt haben, erste Kandidaten, erste Lieferanten gehen den Weg schon, kann man sehen. Wie es sich entwickelt, muss man schauen, aber wir gehen davon aus, dass hier eine starke Verschiebung von den klassischen Werken aus Süddeutschland Richtung Osten stattfinden wird. Ja, wir möchten jetzt die Gelegenheit natürlich auch nutzen, nachdem wir dieses Thema besprochen haben, auf eine Studien, die wir regelmäßig rausgeben, aber hier auch eine ganz besondere Studie, die sehr gut in diese Thematik passt. Quo vadis Automobilindustrie? Da geht es tatsächlich um Standortentscheidungen. Und ich sage mal, das ist genau in dem Zusammenhang, was der Herr Rode eben beschrieben hat. Ansiedlungen von Zulieferern, die sich positionieren möchten für entsprechend Tesla oder auch VW. Wo wäre denn sinnvollerweise ein Standort hinsichtlich der Infrastruktur, entsprechend Mitarbeiterverfügbarkeit, Lebensqualität, Ausbildungsniveau etc. sinnvoll zu finden, um dort einen neuen Standort aufzubauen und von dort gegebenenfalls genau diese aufstrebende Elektromobilitätsindustrie zu beliefern. Wenn Sie Interesse haben, wie gesagt, können Sie gerne diese Studie bei uns abfragen. Sie können es über den Code tun oder Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen oder uns jederzeit auch persönlich gerne ansprechen. Dann möchten wir gern das Webinar beschließen. Uns hat es sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, Sie konnten einiges daraus mitnehmen oder können einiges daraus mitnehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wie gesagt, Sie können gerne jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen. Wir stehen zur Verfügung.